Also mit einem Wahrheitsanspruch die letzte Stunde der Wahrheit zu verkünden, ist natürlich eine Frechheit. Und die Frechheit soll genau darin bestehen, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass wir mit viel zu viel genauen Wahrheiten eigentlich umgehen, wenn die Gesellschaft beschrieben wird. Man kann es fast auf eine witzige Formel bringen. Eine der Kompetenzen, die wir brauchen, ist womöglich die Kompetenz des Betrügers. Was ein Betrüger können muss, ist, sich in die Perspektive des anderen zu versetzen. Wer in dieser Gesellschaft was erreichen will und auch sozusagen etwas steuern will, etwas gestalten will, der muss diese anderen Perspektiven kennen und mit diesen operieren können.